Hallo, ihr fabelhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den September 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch die Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, stehe ich euch dafür natürlich gern zur Verfügung. Ihr könnt auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr auch 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Wie das geht, dazu mehr am Ende des Videos, also bleibt dran. Den Monat September beginnt ihr inspiriert und fröhlich und ihr bekommt in den ersten 3 Wochen auch viele Gelegenheiten, tolle Leute kennenzulernen oder neue Flirts anzufangen. Aber der Kosmos zeigt auch ein paar Herausforderungen. Ihr könntet zu denjenigen gehören, die sich aus Versehen um Kopf und Kragen reden, weil sie Dinge sagen, die sie besser nicht ausgesprochen hätten. Andererseits habt ihr vielleicht auch endlich den Mut, ein Geheimnis aufzuklären und dadurch das Vertrauen eures Partners zu gewinnen. Wenn ihr liebevoll und bewusst mit den Menschen umgeht, die euch am Herzen liegen, könnt ihr euch gemeinsam weiterentwickeln und die Herausforderungen meistern. Jetzt schauen wir uns eure Konstellationen genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund. Und da gibt es ja so ein paar Sachen, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst. Allen voran das Quadrat zu Neptun. Neptun hier in den Fischen steht in eurem 10. Sonnenhaus und bildet eben eine Spannung zur Zwillinge-Sonne. Das ist ja jetzt auch schon seit einigen Jahren ein Thema und es bleibt auch noch ein paar Jahre, weil der Neptun sich sehr langsam bewegt. Und das hat damit zu tun mit Romantik und Täuschung. Ja, Neptun ist ja der Romantikplanet, aber er ist eben auch ein Planet der Täuschung. Und wenn es ein harter Aspekt ist, ein Spannungsaspekt, dann kann es da einfach zu Konflikten kommen. Sei es, dass man etwas anfängt, was man geheim halten möchte. Es kann aber auch passieren, je nachdem auch, wie der Neptun in eurem individuellen Horoskop zu euch steht, dass vielleicht auch ein Partner da Heimlichkeiten hat. Also wer das spürt, der kann eigentlich nur mit Klarheit und Transparenz damit umgehen. Und das ist nicht immer so leicht. Selbst wenn man es will, kann es einem passieren, dass es aus Versehen dann eben doch unklar wird oder dass man vielleicht falsche Signale aussendet, dass andere einen missverstehen. Das ist einfach ein Prozess, wo ihr jetzt sozusagen lernen müsst, da in eurer Mitte zu bleiben und wirklich klare Signale auszusenden. Und das spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 30. Mai und dem 4. Juni Geburtstag haben. Und da steht dann eben auch noch der Uranus hier im Halbquadrat dazu. Und das bedeutet ja eben, dass wenn ihr jemanden kennenlernt, es da auch zu Missverständnissen kommen kann, man sich falsch darstellt und besonders beim Internet-Dating. Und insofern solltet ihr da auch immer schön die 90-Tage-Regel anwenden. Wenn ihr jemanden kennenlernt, schaut euch das erstmal 3 Monate an. Und dann könnt ihr langsam anfangen, es ernst zu nehmen. Dass ihr Leute kennenlernt, wenn ihr Single seid, ist sehr gut möglich, denn ihr habt den Glücksplaneten Jupiter in einem sehr schönen Aspekt zur Zwillinge-Sonne. Aus dem Haus der Lebensfreude und der Affären heraus bildet der also ein sogenanntes Trigon, besonders jetzt für die Geburtstagskinder vom 12. bis 20. Juni. Und da er in der Waage steht, hilft er natürlich auch dabei, neue Beziehungen einzufädeln. Aber wie gesagt, wenn ihr gleichzeitig auch unter dem Quadrat steht, zum Beispiel, weil ihr auch andere Planeten in den Zwillingen habt, dann müsst ihr trotzdem Klarheit und Wahrheit sehr genau im Auge behalten. Dann weiterhin für euch auch sehr wichtig, die Opposition zu Saturn, der im 7. Sonnenhaus steht, also im Partnerhaus, im Begegnungshaus und gleich dabei auch die wilde Lilith. Das ist natürlich jetzt ein ganzer Komplex von Bedeutungsmöglichkeiten, die das für euch hat. Zunächst mal ist Saturn im 7 ein Gegenüber, was euch ein bisschen kritisch gegenübersteht, vielleicht auch ein Partner, der grummelig und schwierig ist oder viel zu tun hat. Saturn ist auch oft so ein Mangel. Es kann auch sein, dass ihr, obwohl ihr viele Leute trefft, nicht so recht in eine Beziehung reinkommt hier, solange ihr unter dem Einfluss von Saturn steht. Und das betrifft jetzt besonders die Geborenen, die zwischen dem 12. und 20. Juni Geburtstag haben. Entschuldigung, zwischen dem 11. und 14. So ist es. Die Lilith, die daneben steht, die bewegt sich etwas mehr in dem Monat und die spüren diejenigen, die vom 12. bis 20. Juni Geburtstag haben. Da gibt es also eine Überschneidung und das ist
nicht ganz einfach, weil Lilith ja begünstigt, dass man schräge, interessante Begegnungen hat, die einen aus der Reserve locken oder wo man sich mal was traut. Und mit dem Saturn dabei kann es entweder wirklich sein, dass ihr gebremst werdet, obwohl ihr gerne wollt, oder aber, dass es euch wirklich gelingt, mit jemandem, der schräg und interessant ist, dann auch wirklich zu manifestieren oder in eine Beziehung reinzukommen. Ich glaube, dass das super ist für Zwillinge, die kreativ tätig sind, vor allen Dingen auch mit anderen zusammen vielleicht, und dass die Impulse bekommen, die sie da weiterbringen. Ne? Also es ist ein wirklich komplexes Geschehen. Wäre vielleicht auch eine gute Idee, sich da mal eine Beratung zu holen, wenn ihr da nicht mehr weiter wissen solltet. Genau. Aber für manchen Zwillingen heißt diese Konstellation auch, dass sie jetzt eine seriöse Beziehung anfangen. Das kann es auch heißen, wenn ihr so glücklich seid und alles super läuft, dann kann eben Saturn in Sieben auch anzeigen, dass man jetzt endlich mal überlegt, zusammenzuziehen oder doch dann mal zu heiraten, vor allen Dingen solange Jupiter noch in der Waage steht. Also es hat nicht nur Schlechtes, ne? Aber es bedeutet eben einfach, dass man Verantwortung für seine Beziehung übernehmen muss. Genau, so, dann haben wir noch den Uranus. Der steht gut für euch im Sextil, in einem günstigen Aspekt zur Zwillinge-Sonne, jetzt zur dritten Dekade. Das spüren die Geborenen vom 19. bis 22. Juni. Die haben aber jetzt auch wieder mit dem Halbquadrat zu Neptun zu tun. Also auch da gilt, dass ihr vielleicht Leute kennenlernt, die sich nicht so zeigen, wie sie sind. Und diejenigen Zwillinge, die jetzt den Neptun im Quadrat zur Sonne haben, das sind vielleicht sogar selbst diejenigen, die sich nicht so zeigen, wie sie sind. Das ist also schon heikel alles ein bisschen. Deswegen mit der 90-Tage-Regel könnt ihr nichts falsch machen. Ansonsten ist der Saturn halt, der Uranus hier halt super für euch, weil er euch inspiriert, weil er euch Begegnungen mit total netten, witzigen, interessanten Freunden bringt. Und Uranus ist ja auch, steht ja auch für Freundschaften, für ungewöhnliche Freundschaften. Also da dürftet ihr euren Spaß haben. Ja, und dann haben wir ja diesen Monat noch die Verbindungen zwischen Merkur und Mars, ne? Da wäre es ein guter Tipp, dass ihr insgesamt einfach ein bisschen die Zunge hütet, ein bisschen aufpasst. Merkur ist euer Planet und wenn der mit Mars zusammenkommt und ihr seid ja sowieso sehr schnell im Kopf, meistens, und die meisten Zwillinge können wirklich ihre Worte auch wirklich wie scharfe Waffen einsetzen, achtet da einfach drauf. Überlegt kurz vorher, bevor ihr irgendeine Bemerkung loslassen wollt, denn Zwillinge sind auch gerne witzig, ne? Das ist ja auch sehr schön. Und Merkur-Mars ist auch eine humorige Konstellation, habe ich oft bei Comedians gesehen. Aber in diesem Monat müsst ihr aufpassen, weil jetzt auch der Pluto direktläufig wird und das eben so eine Tendenz zum Verletzen anzeigt, müsst ihr einfach aufpassen, dass ihr da vielleicht etwas sanftmütiger vorgeht. Gut, soweit euer Erlebnishintergrund. Dann kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Also ihr habt in diesem Monat relativ viele Planeten im Quadrat zur Sonne stehen. Es fängt an mit der Jungfrau-Sonne, die Quadrat zur Zwillingssonne bildet. Das alles dann bei euch im Haus der Familie. Aber andererseits eben auch schöne vitale Energie in euer Familienleben reinbringt. Dann stehen die Liebesplaneten am Anfang noch sehr schön zu euch im Löwen. Venus steht in der ersten Dekade Löwe. Sehr wunderbar zur Zwillingesonne und Mars, Mondknoten und Merkur stehen in der dritten Dekade. Es begünstigt natürlich auch wieder ein Kennenlernen von Leuten, drittes Haus, also wenn ihr Gespräche habt, Diskussionen habt, wenn ihr was lernt, ne? Wenn ihr irgendwie loszieht, um was zu lernen oder vielleicht auch, wenn ihr einen Städtetrip macht, fremde Sprachen sprecht, das sind alles so Gelegenheiten, wo ihr jetzt tolle Leute treffen könnt. Das ist also erstmal alles super am Anfang des Monats und das wird euch gefallen. Am 3. September ist dann eben diese erste Verbindung von Merkur und Mars, aber das spürt man schon in den Tagen vorher, wo ihr einfach eine sehr scharfe Zunge habt und echt aufpassen müsst, was ihr sagt. Aber wenn ihr euch darstellen wollt, könnt ihr euch natürlich dann auch gut darstellen. So, und die Sonne in der Jungfrau beginnt dann am 3. auch schon den Eintritt in die zweite Dekade, dieses Quadrat. Dann haben wir am 4. September den Übergang der Venus. Die steht ja im Löwen, die geht dann in die zweite Dekade, beglückt die zweite Dekade der Zwillinge geborenen. Ja, und am 5., das ist für euch sehr wichtig, da wird der Mars in die Jungfrau gehen und damit in eine Quadratspannung zur Zwillingesonne. Und Quadrate zu Mars, zur Sonne, die machen immer so ein bisschen gereizt.
Ne? Da muss man, also da fährt man schneller mal aus der Haut und dann noch mit dem Merkur zusammen. Deswegen nochmal meine Ansage: Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Lieber öfter mal gar nichts sagen oder erstmal nachdenken. Das könnten auch Themen sein, die in eurer Familie sich abspielen, in eurem Zuhause oder vielleicht auch ein Streit drum, ob man jetzt mit dem Partner mal endlich zusammenzieht. Also alle Themen, die mit der Heimat und mit eurer Wohnsituation zu tun haben, da fahrt ihr jetzt vielleicht leichter aus der Haut als sonst. Dann haben wir auch in den Tagen um den 5. eine interessante Konstellation hier mit Sonne und Romantikplaneten Neptun und beide stehen halt in Spannung zur Zwillinge-Sonne. Und das kann Tagträumereien mit sich bringen, Unklarheiten für euch möglicherweise im Beruf. Vielleicht könnte euch da ein Familienrat helfen, ne, dass ihr da auf euch auch wieder ein bisschen erdet mit vernünftigen Leuten und vernünftigen Argumenten. Dieser Aspekt geht dann über in den Vollmond am nächsten Morgen, am Mittwoch um 9:02 Uhr. Und der ist auch auf der Achse Familie-Karriere bei euch. Da besteht eventuell die Gefahr, dass ihr eine Affäre mit jemandem aus der Chefetage anfangt. Also Vorsicht. Dann eine sehr gute Nachricht, das Sextil hier zur Merkur, was ihr zur Sonne habt, das wandelt sich, weil der Merkur an dem Tag auch wieder direktläufig wird. Und das ist sehr wichtig für euch, weil der Merkur ja euer Herrscherplanet ist, ne? Jetzt kommen die Dinge also wieder in Fluss und gerade auch, wenn es Missverständnisse gegeben habt, könnt ihr die jetzt korrigieren oder wenn euch Informationen gefehlt haben, dann bekommt ihr jetzt diese Informationen. Das ist halt sehr wichtig. Dann habe ich einen Top-Tag für euch gefunden am 9. September und der ist toll für Singles, denn diese schöne Drachenfigur hier, die zeigt bei euch ins 5. Haus und das bedeutet kreative Lösungen finden und kommunizieren und außerdem ist das ein möglicher Beginn einer heißen Affäre oder ihr könnt interessante neue Freunde finden oder alles auf einmal. Für fest Liierte kann es auch gut sein, weil da nämlich auch ein guter Aspekt ist, der eure Familienangelegenheit mit fester Partnerschaft verbindet. Das heißt, ihr könnt da Familiensachen mit einem starken Partner an eurer Seite gemeinsam regeln. Dann am 10. September ist auch ein sehr wichtiger Tag für euch, da tritt nämlich der Merkur in die Jungfrau ein und damit auch in eine Quadratspannung zur Zwillingesonne, zunächst mal erste Dekade. Das fördert natürlich dann hier auch mit dem Mars daneben nochmal die Neigung, so ein bisschen gereizt zu sein und schneller eine spitze Bemerkung zu machen als gewollt. Vor allen Dingen in der Jungfrau, was sowieso ein bisschen kritisches Zeichen ist, ne? Also nochmal darauf achten. Manchmal ist jetzt wirklich der Spruch angebracht: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Also selbst auch, ne, wenn ihr so wisst, dass ihr recht habt, ist es trotzdem gut, sich manchmal zurückzuhalten. Am 12. Dezember beginnt das Sextil zur Venus, schöner Aspekt zu euch, dann die dritte Dekade. Dann haben wir am 13. September das Quadrat zur Sonne, das geht dann auch in die dritte Dekade der Zwillinge, kriegt ihr also gleichzeitig ein schönes Venus-Sextil und ein Sonne-Quadrat. Ich denke mal, aber das ist eine ganz angenehme Energie für euch. Dann beginnt ja auch die schöne Flirtphase, die vom 13. bis zum 19. September geht. Und wo die Venus selbst lauter tolle Aspekte bildet zu Saturn, zu Jupiter, später noch zu Uranus und das Ganze eben auch in günstigem Aspekt zur Zwillingesonne. Und deswegen sind da für euch auch zwei Top-Tage in der Zeit, nämlich Samstag der 16. und Sonntag der 17. September. Und das ist ein Partywochenende, da seid ihr bestimmt irgendwo eingeladen. Aber die Konstellation ist nicht nur interessant zum Feiern. Ein Partner oder ein Flirt, den ihr vielleicht zunächst langweilig fandet, kann sich in dieser Zeit als super heiß und super interessant entpuppen. Am 19. September beginnt das Quadrat zu Merkur, die zweite Dekade Zwillinge, und am 20. September ist dann der Neumond in der Jungfrau. Ne, für euch total wichtig, weil es in eurem 4. Haus passiert, im Haus der Familie, und weil es auch ein Quadrat zur Zwillingesonne bildet, dadurch kitzelt euch diese Konstellation besonders. Und was hatten wir da für Themen? Die Themen waren ja Fakten erkennen, sich neu organisieren und Geheimnisse klären. Außerdem ist es eine gute Zeit für Coaching und Beratung. Und bei euch betrifft das wahrscheinlich Themen rund um eure Familie hier oder auch um eure Wohnsituation. Vielleicht wollt ihr euch etwas Schönes Neues für euer Heim anschaffen oder ein Familiengeheimnis muss endlich mal ans Licht geholt werden. Und bestimmt ist es eine gute Zeit für eine Familienaufstellung, falls euch sowas interessiert.
Außerdem geht am 20. auch die Venus dann in die Jungfrau, ins Quadrat zur Zwillinge-Sonne für die erste Dekade. Und ich denke, das ist dann auch eine gute Zeit, um Familienangelegenheiten liebevoll und praktisch anzugehen und zu regeln. Dann kommen zwei super spannende Aspekte für euch am 20. bis zum 22. Da geht nämlich der Merkur, euer Herrscher, ne, der geht erst in die Opposition zu Neptun hier und hier, genau so. Und anschließend geht er dann ins Trigon zu Pluto. Und das ist eine sehr große Verführungs- und Überzeugungskraft. Ja, man hat sehr viel Fantasie. Und weil es der Merkur ist, ist es eine enorme Stärke, die ihr dann empfindet. Aber lasst euch nicht davontragen von dem Gefühl, allen überlegen zu sein geistig, ne? Bleibt schön auf dem Teppich und bleibt in Tuchfühlung mit eurem Lieben. Dann habt ihr auch richtig was davon. Am 22. September um 22:02 Uhr tritt dann die Sonne ins Zeichen Waage ein. Dann haben wir die Tag- und Nachtgleiche und den Herbstanfang. Und für euch ist das super. Denn die Waage steht dann, solange sie durch die Waage, die Sonne steht dann, solange sie durch die Waage geht, in einem sehr, sehr schönen Aspekt zur Zwillinge-Sonne hier in eurem fünften Sonnenhaus. Und dieser Aspekt spricht von Kreativität, Lust im Bett, Schöpferkraft und Mut zum Risiko. Nur die zweite Dekade sollte dann vielleicht ein bisschen aufpassen mit dem Risiko, weil ihr kriegt dann das Quadrat zu Mars, der in der Jungfrau steht. Dann haben wir ja ab dem 22. bis zum 30. September diese Phase der erotischen Spannungen. Ja? Das sind diese Oppositionen erst von Mars und dann von Venus zu Neptun. Das ist sehr verführerisch und außerdem wird die Venus langsam wieder heißer, während sie sich auf den Mars zubewegt. Ne? Und während dieser Zeit wird ja der Pluto wieder direktläufig. Und da haben wir diese sexuelle Spannung, das Interesse am Drama und auch, dass man die Schmerzgrenze austesten will. Und das kann für euch durchaus kritisch werden, besonders für diejenigen Zwillinge, die etwas Heimliches am Laufen haben. Denn ihr habt ja auch das Neptun-Quadrat. Und in diesen Tagen wird es eine Konstellation mit Saturn geben. Und die kann dazu führen, dass man euch zur Verantwortung zieht. Denn er steht ja für euch im Partnerhaus. Also passt auf eure Beziehungen auf. Aus einem Spiel kann jetzt recht schnell ernst werden und das könnte unangenehm sein. Ne? Alles zwischen dem 22. und dem 30. Und am 25. beginnt dann der Mars. Nee, Moment, es war nicht der Mars, war der Merkur. Genau, Merkur beginnt dann den Eintritt in die dritte Dekade im Quadrat zu eurer Sonne. Und am 29. dann die Venus, die ja zu euch im Quadrat steht, beginnt dann den Durchgang durch die zweite Dekade. Aber ihr habt dann am Schluss des Monats nochmal einen Top-Tag am Samstag, den 30. September, wenn der Merkur in die Waage eintritt, in die erste Dekade. Darauf könnt ihr euch freuen, denn dann entspannen sich manche Probleme, die vielleicht durch Missverständnisse entstanden ist. Ist auch ein schöner Samstag, um auszugehen und für kreative Liebesexperimente. Das waren eure Sterne im September. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch natürlich gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangsdorf.com. Die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier oben im Bild. Und wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch miteinander. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 8. September um 17 Uhr. Und jetzt zur Verlosung. Da könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung dann vom Oktober bekannt. Und so nehmt ihr teil, postet mir einfach hier einen netten, interessanten Kommentar, zum Beispiel darüber, was euch meine Horoskope so bringen oder auch was ich besser machen könnte und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch nochmal das Video-Special Folge deinem Herzen über den aufsteigenden Mondknoten im Löwen. Alles Gute mit den Sternen.